Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. So, abermals stürzen wir uns in den Dungeon. Jo, ja. Wir haben ganz schön viel Zaster gemacht im letzten Part. Und wir haben den auch gleich wieder ausgegeben für unseren Shop, für eine Truhe und für eine bessere Angebots-, also Schnäppchenbox. So. Na. Komm. So. Aber das macht gar nichts, weil wenn das so gut läuft, wie jetzt immer, und wir schöne Items kriegen, wow, ich wollte nicht runterfallen, dann werden wir bald stinkend reich sein. Problemlos. So, halt. So. Was haben wir hier? Das ist wieder so ein Fluchding, ne? Fluch des angrenzenden Blabla blockiert. Okay. Gut. So, zack, zack. Wir wollen so schnell es geht in die nächste Ebene. Na, du darfst hauen. Dankeschön. Immer fester drauf. Na, komm. So. Alter. Da, da. Passt. Was haben wir hier Schönes drin? Zack. Und zack. Jetzt nehmen wir alles mit. Zack, zack. Und dann der nächste Raum. Immer schön fest drauf. Na. Ja, geht ja. Mehr oder weniger. Das war jetzt nicht elegant, aber. Was weiß ich. Ich schau mal nach, ob da unten was ist. Nein, da ist nichts. Gut. Dann gehen wir weiter. Zack, zack. Den haben wir jetzt sauber hingemacht. Weil jetzt haben wir nämlich unsere Ruhe. Hoffe ich halt. Und zack. Sehr gut, was haben wir hier Schönes drin? Zack und zack. Sehr fein. Und der nächste Raum. Aha. Super. Ich schau mal, was da unten ist. Ja, da ist was unten. Ah, sehr gut. Eine Truhe. Also, wenn man halt die Gegner besiegen. Hör auf, mich da festzuhalten, du bist Viech. Alter. Du nervst. Gewaltigst. Ich will das haben. Wow, Vorsicht. Jawohl. Zack, zack. Er hat natürlich nichts. Super ist das. So, dann halten wir mal auf. Und was haben wir drin? Ja, das kann man stehen lassen. Das ist gut. So, und nächstes. Zack, zack. Zack, zack. Wir können hier wieder komplett raus. Stimmt. Upsa. Ah, das war nicht schlau von mir. Entschuldigung. Oh ja, heilen, dass sie uns auch nichts bringen tut. Stimmt, wir haben noch... Wir haben noch ein bisschen was übrig von unserem Bettchen. Au. Hui. Ja, passt. Haben wir noch ergattert. Sehr gut. Upsala. Und... ich fall runter. Stimmt. Das war Absicht. Zack. Und weiter. Ruck. So, dann wir so einen Schleim batzen. Ja. Ist ja wieder klar, ne? Alter. Das heißt verhauen. Geht ja. So. Und da haben wir auch schon die nächste Ebene. Das passt mir sehr gut. Und schwupp. Rein da. So. Jetzt schauen wir mal, was wir hier noch alles erbeuten. Beziehungsweise wäre es gut. Der tut Flucheffekt jetzt aufheben, ne? Blockieren, besser gesagt. Das heißt, ich kann aber dann trotzdem nicht stapeln, oder? Oder vielleicht doch. Obwohl, ich kann stapeln. Das ist super. Dann haben wir gleich wieder ein bisschen mehr Platz. Mhm. Das ist gut. So. Zack, zack. So, den haben wir schon mal. Na, du komischer. Und hier ist er. Da ist nichts drin, das ist super. Ja, einmal kurz heilen. Sehr gut. Und weiter geht's. Der ist auch erledigt.
Das ist sehr gut. Au. Passt, den haben wir auch sauber ausgeschalten. Und den haben wir auch super fertig gemacht. Was willst du mehr? Das läuft ja ganz super. So, fein. Zerstört bei Rückkehr einen Gegenstand in der Richtung. Das kann uns wurscht sein. Was kannst du? Flugeffekt blockiert. Okay. Ja, das habe ich schon befürchtet. Das heißt... Halt. So, den werden wir mal zerstören. Ich würde gerne den Flugeffekt hier aufheben. Ah, da muss ich nach unten. Vielleicht klappt das so. Sehr gut. Hat hingehauen, das freut mich. Dummerweise sind wir jetzt schon wieder voll. Hilft nichts, brauchen wir ein Portal, ne? Das Zeug hier mal in Sicherheit bringen. Bitte ja. Wir kommen eh gleich wieder rein. Es ist halt echt schade, dass die Taschen so klein sind, ne? Dafür sind wir jetzt wieder voll erleben. Servus. So, schnell mal die Taschen ausleeren. Ich hoffe wirklich sehr, dass man pro Dungeon diese Fähigkeit öfter nutzen kann. Also ich meine, sofern man halt Geld hat, ne? Dass man das auch benutzen darf weiterhin. Tak, tak, tak. Opa. Also, dass man sich so rausporten kann, meine ich, ne? So. Da, da, da. Und tschüss. Und wieder rein in den Dungeon. Komm. Hoi, Rika. Ram-ba-ram. So. Es lädt. Es lädt. Tsching. Na, das wollte ich gerade nicht. So, und weiter geht's. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Komm. Und wow. Das lief gut. Das lief auch gut. Was haben wir hier? Flucheffekt wird blockiert. Für später. Zerstört bei Rückkehr. Bla, bla, bla. Und hier haben wir Flugeffekt blockiert. Okay. Ich würde sagen, das tauschen wir mal. So. Kann ich schon was stapeln? Nein. Und man muss halt immer schön die Krüge aufmachen, weil, ihr habt es ja schon mitbekommen, da können richtig tolle Sachen drin versteckt sein. Wie diese Bücher zum Beispiel. So, das war's mit dir. Und wir marschieren nach Ebene 3. Zack. So, zack. Aha. Zack. Der ist einmal erledigt. Okay, da kann man so rein. Jetzt wollte ich gerade schauen, wie geht das? Hättest du uns doch mit die Abgründe hüpfen können. So wie hier. Cooler Dungeon. Zack, zack, zack. Zack, nochmal. Super gemacht. Zack, zack. Zack. Au. Sehr gut. So, die Krüge wieder. Zack. Der hatte natürlich nichts drin. Da unten. Zack. Der hat auch nichts. Wurscht. Nächster Raum. Zack, zack. Wow! Den habe ich jetzt. Aber schon gezählt, lol. Oh. So, schnell einsammeln. Naja, du Mistkerl. Sehr gut. Ja, hau nur drauf. So. Einmal noch. Sehr gut. Was haben wir da Schönes drinnen? Bei Rückkehr einen Gegenstand. Das wollen wir nicht haben. Zerstört, das will ich auch nicht haben.
Gegenstand geht kaputt, wenn du zu viele Treffer erzielst. Das ist super. Ebenfalls. Wie schön. Was haben wir hier? Flucheffekt blockiert. Würde ich sagen, machen wir mal so. Und dich, damit du keinen Unfug machen kannst, tun wir dahin. So. Ja. Wenn man zu viele Treffer kassiert, das ist echt scheißlich. Normal müsste ich jetzt wieder ein Portal stellen. Wie oft könnten wir das denn noch? 2000 würde es kosten. Und 400 genau zum Abhauen. Sind halt richtig was wert, ne? Vor allem der da. Ah, okay, der geht. Aber der ist was wert, oder? Mhm. Na, ihr riskiert's. Ich bin größenwahnsinnig, ihr kennt's mir. Nein! Ich werd echt erwischt, ich werd echt erwischt. Ich glaube, ich spinne. Ist schon hin alles? Ah, kann ich nicht nachschauen. Schalt es an? Alter, stell mir an. Alter, ich steck fest. Ja, ich glaube, das war jetzt für nichts. Das habe ich jetzt echt endgültig versaut. Der sind alle hin, oder? Nach geht noch. Wow, hatte ich noch Glück. Ich wusste, dass ich mich blöd anstelle. Das war jetzt auch gar nicht verwunderlich. Ja, wir sind auch ziemlich voll. Aber halt nur mit so einem Blumbad eigentlich. Was soll der Geiz? Einmal können wir es noch stellen, mindestens. Also ich stelle es jetzt noch einmal auf. Ja, bitte. Und dann ist gut. So. So, das Zeug in Sicherheit bringen. Und gut ist. Nochmal zurück dann und ja. Was soll man machen? So. Ram, bam, bam. So, schön verstauen. Hoppala, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. So. Passt. Genesen sind wir. Dann gehen wir nochmal zurück. So. Zack. Und schwupp. Wird wieder gespeichert. Das gefällt mir sehr gut. So kann uns nichts passieren. So, zack. Da ist nichts drin. Jetzt können wir eigentlich nochmal die Gegner zusammenschlagen, ne? Alter. Passt. Aber jetzt. Super. Das lief gar nicht mal so schlecht. Zu meinem Erstaunen. Freilich sind jetzt die Gegner wieder alle da. Keine Frage. Aber das soll uns nur recht sein. So. Ich war gerade konzentriert. Entschuldigung. Das bedeutet, das ist eigentlich nur... Das ist nur Deko, oder? Das ist einfach nur so ein Stofffetzen, ne? So, zack, zack. Alter. So. Zack. Passt, den hätten wir auch. Voll konzentriert. So. Da, nächster Raum. Oh, da waren wir auch schon drin. Na, da waren wir noch nicht drin. Die Truhe ist noch nicht geöffnet. So. Oh, falsche Richtung. So, passt. Ist auch erledigt. Das ist auch kaputt. Was haben wir da Feines? Seinen Gegenstand in gezeigter Richtung sofort in den Laden.
Das müssen wir jetzt schlau machen. Bei Rückkehr verdoppelt. Zerstört. Wenn er viele Treffer erleidet. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir so. Das ist, glaube ich, schlau gewesen. Ich glaube aber nur. So, das Händegegenstand in gezielter Richtung sofort in den Laden. Wie viel teuer ist der? Okay. Würde ich sagen, tue ich mal hier hin. Den tue ich dahin. Dann ist nämlich der Flucheffekt auch weg. Und das weiß ich noch nicht, wie wir das machen. Ich werde hier, glaube ich, so machen. Jo, fürs Erste. Gut, nächster Raum. Uiuiuiui. Alter, der war für nix. Zack, zack. Aber dafür hat der gesessen. Super. Haha, nichts erwischt. So. So, und öffnen. Jawohl. Was haben wir hier? Gegenstand geht kaputt, zu viele Treffer. Gegenstand geht kaputt, zu viele Treffer. Fluchteffekt blockiert. Das wäre super. Auf welchen Gegenstand? Ich würde sagen, auf den. Dann machen wir das mal so. Und machen wir das mal so. Können wir die stapeln und das ist schon mal gut. So, 4 der 5 Fragezeichen, passt. So, nächster Raum. Boah, das ist groß hier, ne? Da. Zack. Und auch noch schnell. Passt. Komm nur näher. Alter, hat mich voll getroffen noch, ne? So, noch immer nicht hin. Aber jetzt. So, was haben wir hier Schönes? Gegenstand wird sofort in den Laden gebracht. Okay. Was haben wir denn da? Wertvolles Zeugs. Was haben wir denn hier? Gegenstand wird sofort in den Laden gebracht. Flucheffekt wird blockiert. Schräg nach unten. Okay. Dann würde ich sagen, bauen wir uns das mal ein bisschen zusammen. So, also zuerst der Flucheffekt. So, wird kaputt gemacht. So. Das ist sehr gut, dann können wir das schon mal stapeln. Als nächstes duplizieren, das ist die Frage. Da habe ich noch nicht so viel Zeugs zum ordentlichen Duplizieren, aber nach Hause schicken können wir dann schon mal. Verkehrt. Genauso wie ich finde, dass man das ohne weiteres nach Hause schicken kann. Duplizieren. Würde ich sagen. Den Gegenstand hier. So. Dann nach Hause schicken. Könnte man eigentlich das hier, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, das kann man so lassen. Passt. Wir sind nicht am Sterben. Das ist sehr fein. Oh, was haben wir denn da? Sie sind wie Motten. Das hatten wir schon. Zack, zack. Passt. Falsche Richtung. Alter, was soll das? Jetzt aber. So viel kassiert. Muss das denn sein? Ja. Das war wieder typisch.
Passt, erledigt. Gut, da geht's nicht weiter, dann können wir wieder abhauen. Das war jetzt echt, ja, schlecht. Da oben waren wir jetzt drinnen, ne? Ja, da war nur der Raum, gut. Dann hier unten und darüber. So. Zack. Der ist erledigt. Alter, ich muss den nur drüben ausschalten, der geht mir auf die Nerven. So, besser. Und du bist auch jetzt erledigt. So. Zack. Hoppala. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. So, zack, zack. Und weiter geht's. Ich sollte noch was trinken. Alter. Ja, ist ja schon gut. Der muss mal dringend weg. Alter, klar auf damit. Ja, natürlich falle ich runter. Du bist so ein nerviger Gegner. Du Gelee-Mistviech, echt. Alter. Das war nicht gut. So, hier geht es ebenfalls nicht weiter. Das wollte ich auch nicht. So. So. Und tschüss. La, la, la. Wo geht's hier raus? Da. Ah, da geht's auch weiter. So, hoppala. Da zuerst. Hier runter, darüber. Dieses Duschhalter-Dungeon ist echt groß. Ja, ja, ist klar, dass wieder so ein Viech ist, ne? Ist so klar. Wow, okay. Da sind mir jetzt einige abhanden gekommen, einige Gegenstände. Scheißlich. Wow, endlich heilen. Das ist super. Ja, ja. Das ist toll. Gibt's da was Neues? Heute haben wir unsere Steingolems in Betrieb genommen. Aha. Sie verhindern zwar nicht, dass unsere Leute verschwinden, sie verpassen den Dieben aber hoffentlich eine gehörige Abreibung. Ja. Aber es sind überhaupt keine Diebe. Warte, der ist erledigt. Der ist auch. Aha, der da oben lebt natürlich noch. Ist eh klar. Ja, ja, Nudeln nur herum. Oh, Scheiße. Wir müssen schnell weg. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ehrlich nicht. Dass das Viech jetzt kommt so schnell. Okay. Scheiße. Nicht gut. Bam, bam, bam. Ram. Bam, bam. Das war jetzt unerwartet. Hm. Das war wirklich unerwartet. Golem Fieber, die hauen wir auf jeden Fall rein. Ist das mit 400? Aha. Dann machen wir mit 450. Das Zeug hauen wir rein. 112 ist zu viel. Würde ich sagen, machen wir 111. Rest lasse ich noch. Das tun wir jetzt erstmal stapeln. Das war jetzt nicht lustig. Blödes Mistviech. So. Zack. Hoppala, das wollte ich jetzt nicht. Zack, zack, zack. Was nehmen wir mit? Das da, das da, das da. Das da, das da. Das da bringt auch Zaster. Das da. Das da, das hier bringt erst Zachter. Zachter. Ne? So. Das nehmen wir mit. Na, das nehmen wir nicht mit. Da brauchen wir 10. Schuh. Rein mit dir. Das wollte ich gerade sagen. Hä? Da habe ich einmal überblattelt. Überblättert. Zack, zack. Zack, zack. Viel ist das jetzt aber nicht, oder? Tränke könnte ich machen. So, das, das und das.
300, das ist zu wenig. Vielleicht müssen es, ich probiere es mal so, vielleicht kriege ich so was Neues raus. 200 weiß ich noch nicht. 170 weiß ich nicht, ob es passt. Da können wir wieder 127, genau, 27 können wir machen. So, ja. Dann hier. Das hatten wir schon, ne? Ja. 111 hatten wir schon. Da werden wir auch mit 112 probieren. Ja. Dann Schnäppchen. Hauen wir wieder rein. Unsere Zweige. Das klumpert, das klumpert, das klumpert. Ja. Das war was wert, ne? Das ist Eisen. Würde gehen. Das hier ist was wert. Genauso wie das hier. Mhm. Ja, müssen wir so mal lassen. Getränke muss ich noch platzieren. Das nehme ich jetzt auch mal mit, so gut es geht. Und schmeiße das auf die andere Seite rein. Also hier. In der Hoffnung, dass das wieder voll wird. Mhm, da ist noch ein einzelner. Das da, das da. Das da, das da und das da. So, halt, da war noch was drin, glaube ich. Auch da oben müsste was drinnen sein. Ja. So, das gehen wir auch alles rein hier. Das und das und das und das, 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 das. So, da hätten wir eine Fünfer-Dingens. Da haben wir was. Da können wir was machen. Da können wir was machen. Okay, dann gehen wir noch schnell Tränke brauen. So. Dann werden wir den Verkauf, glaube ich, starten und dann werden wir die Aufnahmesession für heute beenden. So. Tränke brauen, alles bitte. Passt. Pleite sind wir auch, das ist schön. So, gut. Dann würde ich sagen, wir öffnen gleich den Laden. Und als erstes kommt wie immer ein Dieb herein. Ist ja unglaublich. Diese Diebe. Na, du Gauner? Hm, der sieht mich sicher nicht. Ich werde da was spitzen, da kannst du dir sicher sein. Nix da. Du nett. So. Ja. Da wollte ich so machen. Danke für den Einkauf. Freut sich wer, das ist schön. Ich glaube, heute werden wir nicht so so einen Gewinn machen wie die letzten Tage. Aber ich glaube, das wird trotzdem okay sein. Der hat sich gekauft mit 4,50, ne? Unglaublich. 350. Da unten haben wir Platz. So. 115. Da wird. Also 1500 wollte ich sagen. 1750, das müsste auch gehen. Danke für den Einkauf. Danke für den Einkauf. Vielen Dank. Die Firma dankt. Ui, ein Dieb. Hab dich. Du Gauner. Schlechti. Und zwar flotti. So. So, 300. 350. Da eben, na, da nur 3,25, 3,12. So. Da unten geht schon wieder was. Alter, das geht alles zu schnell. So. Dankeschön. Da ist wieder ein Dieb. Ich glaube, ich spinne.
Dankeschön. Kannst schon aufpassen. Die Herrschaften an der Kasse müssen jetzt ein bisschen warten. Hab ich. So. Die müssen jetzt leider ein bisschen warten, weil wir sind hier gerade schwerst beschäftigt. Das hat noch keiner genommen. Aha, da muss ich auch mal runtergehen im Preis. So. Da können wir auch noch was machen. So. Vielen Dank für den Einkauf. Dankeschön. So, da kann man den nächsten. So, 100. Da würde ich sagen 111. Ja. Da unten steht noch was. Gut. Danke. So, dann haben wir noch was. Zack und zack. So, 100. Okay, da würde ich sagen 110, ne? Oder? Müsste sein. 350 möchte ich hier haben. Und hier wollte ich eigentlich nur 100 haben. So. Danke für den Einkauf. Badam, bam. Ram, badam, bam. Badam, dam. Danke für den Einkauf. Danke für den Einkauf. So. Zack. Da wollte ich eigentlich auf 27. 100. Vielleicht sollte ich 95 wählen. So. Zack. Zack, und das nehmen wir nicht. Halt. Das wollte ich nicht. Da ist wieder ein Verbrecher. 112. 112. Ja. Da haben wir schon wieder so einen Gauner. Na du? Ich sehe dich. Na, dieser Gang ohne zu zahlen. Das geht auch? Ich glaube, ich bin, weil ich auf den Verbrecher da warten wollte. Du Saukerl. Unglaublich. Oh, der ist einfach gegangen. Dem ist da was zu teuer. Ah, hat er schon geholfen? Aha, okay. Dann probieren wir es so. Dankeschön. Dankeschön. Wow, da habe ich jetzt wieder Verlust gemacht, ne? Scheiße. Das war meine Schuld. Das war meine Schuld. Dankeschön. Dankeschön. Hätte ich noch irgendwo was? Eventuell. Könnten wir auch. Könnten wir auch. Ja. Da hätte ich. Oh, hoppala. Habe ich falsch gesehen. So, warte. Hier vielleicht noch was. Ja. Da war ja eigentlich ein 10er fällig, ne? Das können wir noch nehmen. Ja. Passt. So. Zack, zack, zack. 400. Weiß man nicht. 400. Hoppala. 400 ist gut. Warte, was war da? Dann nehmen wir da 450. Hier. 60. So. Da ebenfalls 60 und da. Oh, das geht. Da würde ich mich jetzt aber trauen und sagen 164.
So. Aha, ist schon wieder vorbei für heute. Schade. Naja, wenigstens noch etwas verkauft. Aber ich glaube, diesmal habe ich Verlust gemacht. Der eine ist ohne Bezahlen, glaube ich, abgehauen. Oh je, das war nicht super. Aber gleich sehen. Der ist, glaube ich, ohne zum Zahlen abgehauen. Na, nix. Alles gut? Alles gut. Okay, der hat doch bezahlt. Alles klar. Oh, Gott sei Dank. Wir haben 5 Verbrecher geschnappt und 28 Kunden hatten wir. Bist du gescheit? Das ist ja nicht schlecht, oder? Niedrig. Aha. Die 3 Dinger sollten wir vielleicht nicht. Es würde ein bisschen sparen, sozusagen. Oder wie? Na gut. 48.000. Starke 48.000. Das ist viel Geld. Super. Gut, haben wir irgendwas voll? Na, das gebe ich nicht. Das gebe ich nicht her. Keine Chance. Das haben wir wieder alles da rein. So. Boah, und jetzt habe ich mehr als Überlänge gemacht. Tut mir sehr leid. So. Wir werden jetzt Schluss machen. Ihr Lieben, das war's wieder für heute und für diese Aufnahmesession. Glaube ich. Mal schauen, vielleicht geht es noch ein Part aus. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.